Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Oliver Götze. Ich bin ja zusammen mit meinem Kollegen Nils Meyer vom Landesarchiv Baden-Württemberg. Wir betreuen dort das Archivportal.de, was wir heute vorstellen möchten, und würden kurz zeigen, was man darin findet, wie man das so bedient. Ja, so eine kurze Einführung dazu geben. Online ist das Portal seit September 2014, also schon eine ganze Weile. Und der Hintergedanke war damals, dass man einen zentralen Einstiegspunkt schafft zu Archivgut in ganz Deutschland. Das heißt, dass man eben nicht mehr auf die Websites der einzelnen Archive wechseln muss, um dort seine Recherchen durchzuführen, sondern dass man eben einen Suchschlitz hat, ähnlich wie bei Google, wo man möglichst alles oder möglichst viel durchsuchen kann. Das heißt, eine übergreifende Suche über sämtliche Archivsparten. Wir sehen hier auch die Sparten aufgelistet, die wir bei uns vertreten haben im Portal. Wir haben staatliche Archive, kommunale Archive, kirchliche Archive, Hochschularchive und so weiter. Haben auch noch weitere Archive, die unter sonstige fallen. Und der momentane Stand ist, dass wir natürlich nicht vollständig sind. Man wird auch nie alles an Archivgut durchsuchen können, was es in Deutschland oder in deutschen Archiven gibt. Wir haben momentan so ungefähr 21 Millionen Nachweise. Was diese Nachweise sind, da kommen wir gleich zu. Und es sind etwa 200 Archive, die sich beteiligen aus allen diesen Sparten. Also manche Archivsparten sind mehr vertreten als andere. Gerade die Kommunalarchive und staatliche Archive sind viel vertreten. Aber auch in den, anderen Sparten ist zu beobachten, dass da immer mehr Interesse besteht, seine Daten zentral durchsuchbar bereitzustellen. Das wird auch nach und nach ausgebaut. Man findet längst nicht alles, aber man findet hier vielleicht so eine Art Hinweis, bei welchen Archiven man anfragen könnte, um weiterzukommen. Also es ist immer noch ein Bruchteil nur, aber das Ziel ist natürlich, dass immer mehr Archive hier ihre Erschließungsdaten und wenn möglich auch die Dokumente selber zur Verfügung stellen. Die Benutzung ist kostenlos, die Teilnahme für die Archive, die die Daten zur Verfügung stellen, auch. Und worum es sich bei diesen Nachweisen handelt, von denen ich gerade gesprochen hatte, da würde ich jetzt zu kommen. Dazu könnten wir mal einfach eine beispielhafte Recherche durchführen. Wir haben hier einen Suchschlitz ganz oben, ähnlich wie wir das auch von etwa von Google kennen, wo ich eine Freitextsuche mit beliebigen Stichworten durchführen kann. Ich kann aber auch von vornherein filtern und sagen, ich möchte nur Archive aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Brandenburg oder ähnliches haben. Ich kann nach den Sparten filtern, die hier vorhanden sind, und nach Anfangsbuchstabe des Archivs. Wir würden jetzt aber vielleicht mal ganz simpel anfangen und einfach eine Suche nach einem Begriff Sterberegister durchführen. Einfach als Beispiel, dass wir da mal für genealogische Quellen was haben. Dann sehen wir hier eine Suchergebnisseite, wo wir auf der linken Seite so eine Art Baum haben, wo man alle Archive sieht, die Daten bereitstellen, wo dieses Stichwort Sterberegister drin vorkommt. Das kann im Titel vorkommen, in der Beschreibung. Da werden die kompletten Datensätze dann durchsucht. Und dann würden wir jetzt mal einschränken. Jetzt möchte ich gucken, welche Datensätze zum Thema Sterberegister finde ich im Kreisarchiv Landkreis Dahme-Spreewald. Dann klicke ich hier rechts in diesen Baum und bekomme hier die 1240 Ergebnisse aufgelistet. Da würde ich jetzt einfach mal beispielhaft eins der Ergebnisse aufrufen. Und wir sehen hier, ähnlich wie man das vielleicht kennen Sie das zum Beispiel aus Bibliotheks-OPACs oder anderen Recherchesystemen, hat man eben hier erstmal die Metadaten, also die beschreibenden Erschließungsdaten zu diesem Datensatz. Das ist mal mehr, mal weniger. In dem Fall sind hier jetzt nicht besonders ausführliche Texte dabei, aber man weiß, dass da was vorhanden ist. Und eine Besonderheit bei den Archiven ist, dass diese hierarchische Gliederung, das heißt, man hat das Objekt, also dieses Archivale, dieses Einzeldokument, Sterberegister, hat man nicht für sich steht im luftleeren Raum sozusagen, sondern es ist in diesen hierarchischen Baum eingefädelt. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, auch weitere ähnliche Objekte zu finden. Ich kann jetzt sagen, okay, jetzt möchte ich aber mal weitere Datensätze
aus dem Standesamt Eichwalde sehen, wo dieses Sterberegister jetzt ursprünglich herkommt. Das heißt, ich kann hier draufklicken, hoffentlich. Dauert es einen Moment. Und dann sehe ich alle zusätzlich, alle übrigen Datensätze, die dort, die von dort kommen. Das heißt, ich habe hier so ein bisschen die Möglichkeit, auch verwandte Datensätze zu finden und kann mich hier so ein bisschen über die Freitextsuche hinausgehend durchbrowsen. Und eine Funktion ist, wenn ich jetzt sage, ich habe hier was gefunden, da möchte ich weiter nachforschen oder das ist für mich einfach für später interessant, kann ich das in eine Merkliste legen. Dann, ich habe hier einfach mal eine namens Recherche angelegt zum Test, kann sie da drin speichern. Und wenn ich jetzt in die Merkliste reinschaue, das ist ähnlich wie man sie von den Favoriten im Internetbrowser auch kennt, dann finde ich hier die Objekte und kann die auch freigeben. Standardmäßig sind diese Listen privat. Aber wenn Sie jetzt die Liste zum Beispiel an Kollegen bereitstellen wollen oder irgendwo in den sozialen Netzwerken oder auf anderen Wegen teilen möchten, kann man das hier auf öffentlich schalten. Und dann bekomme ich hier den Link zu dieser Merkliste. Das ist so eine Funktionalität, die ganz hilfreich sein kann bei der Recherche. Jetzt gehen wir nochmal zurück auf die Suchergebnisseite. Jetzt kann ich nochmal gucken. Genau, dann haben wir hier nochmal die Objekte zum Thema Sterberegister im Kreisarchiv Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg. Jetzt möchte ich vielleicht sagen, ich möchte nur Objekte mit Digitalisaten sehen. Klicke hier drauf und sehe dann, oh, da finde ich aber gar nichts mehr. Der Hintergrund ist dabei, dass wir zwar schon zu vielen Datensätzen bei uns im Portal die Volltexte haben oder zumindest Vorschaubilder-Dokumente, aber eben längst nicht zu allen. In dem Fall ist es so, dass bisher nur in Anführungsstrichen die Nachweise vorhanden sind. Man kann sich dann aber an das Archiv wenden und dort fragen, ob man da zum Beispiel an Scans oder weitere Infos rankommt. Da kommen wir gleich noch zu. Jetzt schauen wir uns aber mal ein Beispiel an, wo auch Digitalisate dabei sind. Das heißt, ich nehme jetzt gerade mal die Suche hier raus und dann würden wir jetzt mal beim Sächsischen Staatsarchiv schauen. Die haben gerade mit der letzten Datenaktualisierung einiges an Digitalisaten auch eingebracht in unser Portal. Da würde ich jetzt einfach mal ganz zufällig irgendein Objekt aus dem Sächsischen Staatsarchiv nehmen, was auch ein Digitalisat dabei hat. Hier haben wir dann eine Art Viewer, das heißt, ich kann mir das hier angucken, habe so eine Art Vorschau. Aber für diese Vorschaubilder gilt, dass die in der Auflösung relativ niedrig sind. Das heißt, lesen kann man da nicht so viel und zum Arbeiten eignet sich das nicht. Aber jetzt ist es bei vielen unserer datengebenden Archiven so, dass man beim Archiv selber weiterkommt. Man hat in der Regel hier oben diesen Punkt Objekt an Datenlieferanten anzeigen. Das heißt, ich würde jetzt, wenn ich hier draufklicke, zum Sächsischen Staatsarchiv kommen, die eben ein eigenes Recherchesystem haben und finde das genau dasselbe Objekt beim Sächsischen Staatsarchiv direkt. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, auf den Reiter Digitalisat zu klicken und habe hier wirklich eine Version desselben Bildes in der Auflösung, mit der man auch arbeiten kann. Das heißt, primär dient unser Portal zum Nachweis, um zu sehen, was finden wir dort. Und in der Regel im Optimalfall findet man bei den Archiven selbst, die dann verknüpft sind, hochaufgelöste Versionen oder die Möglichkeit, eine hochaufgelöste Version zu bestellen. Dann würde ich jetzt nochmal eine zweite Suche durchführen. Suchen wir doch zum Beispiel bei einer Heirat. Sollten wir auch relativ viel zu finden. Dann nehmen wir jetzt mal wieder ein Kommunalarchiv, das Stadtarchiv Lemgo und nehmen nochmal ein beliebiges Suchergebnis. Und wiederum haben wir hier ein Digitalisat. Wir sehen, das ist recht unscharf. Das kann jetzt keiner lesen. Das ist von der Qualität jetzt nicht so gut. Man hat aber hier wieder die Möglichkeit, Objekte und Datenlieferanten anzeigen. Dasselbe Prinzip. Und dann kommen wir hier zum Portal Archive in NRW. Das ist ein Regionalportal, was ähnlich funktioniert wie das Archivportal.de. Aber die Archive in Nordrhein-Westfalen verzeichnet.
und die Daten dann an uns weitergibt. Das heißt, wir bekommen sozusagen die gebündelte Information von Archive Nordrhein-Westfalen aus diesem Portal. Und hier habe ich jetzt wiederum die Möglichkeit, mir digitalisierte Anzeigen zu lassen, analog zum Sächsischen Staatsarchiv. Oft kommt man da dann auch weiter zu Arbeitskopien, mit denen man noch was anfangen kann. Oder man kann, wie in diesem Fall, das direkt bestellen, in den Lesesaal oder andererseits. Das geht auch nicht immer. Oft muss man sich dann eben per Mail direkt an die Archive wenden, aber man kommt an sich immer weiter. Was jetzt noch interessant ist, im Archivportal selber, wenn wir jetzt wieder zu dem Objekt, zu der Ansicht im Archivportal zurückgehen, dass wir hier unten den Rechtsstatus haben. Der sagt, was Sie als Nutzer mit diesem Objekt anfangen dürfen. Das heißt, was darf ich mit diesem Bild machen? Da können freie Lizenzen vergeben werden. In dem Fall ist hier eine sogenannte Creative Commons Lizenz vergeben. Und das Schöne ist bei diesen Lizenzen, dass man hier wirklich auf den Seiten von Creative Commons eine wirklich verständliche Erklärung bekommt, was darf ich mit dem Material machen und was nicht. Weil das ist wirklich eine sehr nette Sache mit diesen Lizenzen. Und fast alle unsere Archive nutzen dann auch diese Lizenzen, die dann sehr aussagekräftig sind. Das geht nicht immer, aber in der Regel wird es dann genutzt. Und als letztes würde ich noch zeigen für eine Recherche, wie man nach Personen suchen kann oder wie Personen hier auch zugänglich sind. Dazu würde ich jetzt mal ein Beispiel aus dem Landesarchiv Baden-Württemberg nehmen, weil ich da weiß, dass wir da was haben. Ich habe hier auch diese Filter nach Bundesland, Sparte, kann jetzt zum Beispiel sagen Baden-Württemberg, staatliche Archive, gut, das war jetzt eh nur noch ein Ergebnis und bekomme dann hier die Treffer zu Goldene Bulle. Jetzt muss ich nur noch das richtige Beispiel finden, hier. Denn hier haben wir jetzt, Moment, jetzt geht es gerade nicht. Jetzt. Und hier haben wir jetzt Personen verknüpft in den beschreibenden Erschließungsdaten. Wenn wir hier etwas runterscrollen, sehen wir hier Indexbegriffe Personen. Da haben wir jetzt Kaiser Karl IV. Hinterlegt. Und die Besonderheit ist, dass ich jetzt draufklicken kann und dann komme ich auf eine sogenannte Personenseite und finde hier sämtliche andere Dokumente im Archivportal, die Kaiser Karl IV. Betreffen. Das heißt, Kaiser Karl IV. Wird in irgendeiner Form dort erwähnt. Und wir haben eher Infos, die aus der Wikipedia bezogen werden, also die Lebensdaten und auch weiterführende Links. Und diese Verknüpfung erfolgt über die gemeinsame Normdatei. Das ist ein Projekt der Deutschen Nationalbibliothek. Und über diese Normdaten können diese Verknüpfungen vorgenommen werden. Das ist dann für den Nutzer sehr interessant, weil man hier dann wirklich über verschiedene Einrichtungen hinweg zusammen Objekte findet, die die gleiche Person betreffen oder mit der gleichen Person zu tun haben. Das ist jetzt für genealogische Recherchen vielleicht nicht immer so relevant, weil die gemeinsame Normdatei bisher nur eine eingeschränkte Abdeckung hat. Also wenn es da um sehr genaue Recherchen geht, um Personen, die vielleicht nicht besonders aus Sicht der gemeinsamen Normdatei relevant sind, dann findet man sie hier auch nicht. Aber dadurch, dass die gemeinsame Normdatei jetzt nach und nach ausgebaut werden soll, kann es sein, dass diese Funktion mit den Personenseiten auch für solche Recherchen relevant werden kann. Das Archivportal.de, das steht nicht für sich selber, das ist Teil eines weiteren Projekts Deutsche Digitale Bibliothek und was es damit auf sich hat, würde ich kurz zeigen. Das ist einfach eine leere Suche abschicken. Das heißt, ich sehe jetzt einfach alle Einträge, die es gibt, alle Ergebnisse. Hoffentlich, genau. Und dann wähle ich ja ein Objekt aus. Und man bekommt jetzt von diesen Objektseiten, das heißt die Seiten, wo jetzt dieser Nachweis, dieses Dokument, das Archivale beschrieben wird, kommt man auch zur Deutschen Digitalen Bibliothek. Das heißt, wenn ich jetzt ganz ans Ende dieser Seite scrolle, finde ich hier diesen Link, dieses Objekt in der Deutschen Digitalen Bibliothek anzeigen. Da kann ich dann draufgehen. Und
Sie jetzt quasi das gleiche in grün, also nochmal dasselbe Objekt, aber eben in der Deutschen Digitalen Bibliothek. Jetzt kann man sich fragen, was soll das? Der Hintergrund ist, dass die Deutsche Digitale Bibliothek sozusagen unser Mutterportal ist. Das heißt, sämtliche archivische Nachweise finde ich auch hier. Aber zusätzlich finde ich hier auch Dokumente aus Museen, Bibliotheken, Mediatheken, anderen Kultursparten. Das heißt, hier hat man nochmal eine übergreifendere Suche. Und das Archivportal nutzt quasi diesen Ausschnitt der archivischen Daten, die man hier findet, und ja, gibt sie etwas anders wieder. Das heißt, man hat andere Funktionen, dadurch zu navigieren, andere Filter. Man hat diese hierarchische Darstellung im Vordergrund. Das heißt, man kann auch immer mal in der Deutschen Digitalen Bibliothek suchen. Aber im Archivportal hat man dann oft die genaueren Recherchemöglichkeiten. Ja, soweit erstmal zum Archivportal an sich und zur Deutschen Digitalen Bibliothek. Dann würde ich jetzt kurz an meinen Kollegen Nils Meyer übergeben, der ein paar geplante Neuerungen für das Archivportal.de zeigen würde. Genau, also ich übernehme mal eben den Bildschirm. So. Geht's los? Mal wieder zurück. Also wir haben ja gerade diese alte, sage ich mal, Archivportal.de Startseite gesehen und wir sind jetzt gerade dabei, dieses alte Archivportal, wie es bisher ist, zu überarbeiten. Das wird zum einen eine vor allem optische Überarbeitung, um das so ein bisschen den modernen Sehgewohnheiten sozusagen anzupassen, das Archivportal. Zum anderen wird es allerdings auch eine kleine funktionale Überholung geben. Einerseits, was einige Extra-Funktionen angeht, die Herr Götze gerade angedeutet hat, die jetzt hier sozusagen verfeinert werden mit dem neuen Portal. Und andererseits bekommen wir eine neue Rubrik dazu, das sieht man hier oben, und zwar diese Themenportale, die hier oben stehen. Das wird sozusagen was sein, was jetzt ganz neu ist und das vielleicht auch, sag mal, mittelfristig bis langfristig durchaus auch vielleicht für die genealogische Forschung interessant werden könnte. Im Grunde sind die Funktionen im Prinzip die gleichen geblieben. Wir haben diese Auswahl, wenn wir auf die Startseite hier einen Blick werfen, wir haben die Auswahl nach Bundesländern, wir haben die Auswahl nach Sparten, wir haben hier den Suchschlitz, um eine Suche durchzuführen. Wir haben hier die Funktion, uns ein Benutzerkonto einzurichten, um uns Merklisten anzulegen, genauso wie der Herr Götze das vorhin gezeigt hat mit den Merklisten, mit denen man seine Suchergebnisse speichern kann. Sieht jetzt alles ein bisschen optisch überholt aus. Später wird es hier einen Link zu den Themenportalen geben. Und hier kommt noch so eine News-Section, wo man quasi die neuesten Ereignisse, die jetzt so das Archivportal betreffen, nachlesen kann. Genau. Ganz im Fokus natürlich ist halt hier dieser zentrale Suchschlitz. Ich würde da jetzt einfach mal, genauso wie der Herr Götze das gerade gemacht hat, auch mal nach den Sterberegistern suchen. Zum Beispiel hier eine neue Funktion, die es gibt, ist diese Autovervollständigung, was man ja mittlerweile gewohnt ist von Google und so weiter. Das haben wir jetzt eben auch im neuen Portal, was eine ganz gute Nutzerunterstützung darstellt. Wenn wir da eine Suche durchführen, kommen wir hier auf diese Suchergebnisseite, die von den Funktionen her ähnlich ist wie die vorher bekannte Suchergebnisseite. Wir haben also diese Filter nach Bundesland, nach Sparte. Wir haben hier die Möglichkeit, uns ein bestimmtes Archiv auszusuchen und uns da in diesem Archivbaum in der Hierarchie ein bisschen durchzunavigieren. Es gibt auch noch ein paar mehr Filter, die hatte der Herr Götze jetzt gerade nicht gezeigt, aber die sind auch hier noch ein bisschen prominenter untergebracht, beispielsweise die Möglichkeit, wenn man jetzt nach Sterberegistern sucht, in dieser Beispielsuche, hier die Laufzeit einzuschränken, sagen wir mal 1890. Bis 1918. Ich habe jetzt keine Ahnung, was dabei rauskommt. Das einfach mal. Und jetzt bekommen wir eben nur die Unterlagen, die Sterberegister, die halt diesen Zeitraum auch umfassen. Genau, und so kann man eben hier auch noch weitere Filter einsetzen, um weiter seine Ergebnisliste, die dann durchaus umfangreich sein kann. Hier haben wir eben, wie gesagt, 263 Ergebnisse, wie man hier sehen kann, um diese Ergebnisliste einzuschränken.
Eine Neuerung, die wir im Archivportal haben, ist, wenn wir hier uns ein Suchergebnis anzeigen, ist, dass wir hier relativ präsent das Ursprungsarchiv, okay, hier in diesem Beispiel, das ist nur das Testsystem, da haben wir jetzt noch nicht das Logo eingeblendet vom Herkunftsarchiv. Normalerweise würde hier noch stehen, aus welchem Archiv das kommt. Auch wieder mit der Funktion, uns das Ganze beim Archiv selber anzuzeigen, um beispielsweise ein hochaufgelöstes Digitalisat zu bekommen. Hier auf der linken Seite die Erschließungsinformationen und dann haben wir die Hierarchie, die vorher in einem Baum über den ganzen Erschließungsangaben stand, haben wir jetzt hier an der Seite mit der Zusatzfunktion, dass wir uns das Ganze noch ein bisschen ausklappen können, um dann beispielsweise noch ein bisschen genauer diese Recherche zu machen, um zu gucken, ah ja, hier im Kreisarchiv Barnim gibt es Personenstandsunterlagen, was gibt es noch für Personenstandsunterlagen, und dann kann man sich hier diesen gesamten Hierarchiebaum en Detail durchklicken und dann kommt man auch zum richtigen Standesamt, das man haben will beispielsweise. Und kann dann sich dann auch über diese Suche, wenn man auf die einzelnen Äste hier klickt, kann man sich dann auch gleich die richtigen Einträge finden in der Suchergebnisseite. Genau, wir haben auch noch ein bisschen an der Präsentation gearbeitet, sodass auch zumindest bei den Archiven, die etwas hoch aufgelöstere Vorschaubilder, das sind ja wie gesagt nur Vorschaubilder hier im Archivportal, die hoch aufgelöstere Vorschaubilder liefern, damit man da noch ein bisschen mehr was zu sehen bekommt. Ich nehme mal wieder dieses Beispiel, die goldene Bulle. Also ein Beispiel, von dem ich halt weiß, dass es da ist. Schauen wir mal. Ach nein, okay, jetzt sind wir hier nur im Testsystem. Da sind ja noch gar nicht die ganzen aktuellen Daten drin. Dann mache ich einfach mal so eine Suche und schaue nach Objekten mit Digitalisat. Stadtarchiv Bochum, von dem weiß ich, dass die jetzt hier Digitalisate anbieten. Wir haben nämlich hier einen neuen Digitalisats-Viewer, mit dem man eben auch die Digitalisate gleich ein bisschen durchblättern kann, diese Vorschaubilder, um zumindest einen ersten Eindruck zu bekommen, was es so gibt. Wie gesagt, die richtige Auflösung bekommt man dann immer beim Datengeber, auch wenn es beispielsweise um Sterberegister geht, aber dann kann man hier zumindest schon mal schauen, ah ja, ist es überhaupt das, was mich tatsächlich interessiert. Genau. Eine weitere Neuerung oder die große Neuerung, die wir außerdem mit dem neuen Archivportal-Release auf den Weg bringen wollen, sind wie gesagt hier diese Themenportale. Hier ist nur ein Beispiel. Unser erstes Themenportal wird das Themenportal zur Weimarer Republik sein, wo man thematisch eben nach Archivalien zur Weimarer Republik recherchieren kann. Das ist jetzt nur ein Klickdummy. Das richtige Themenportal befindet sich jetzt gerade aktuell in der Programmierung seit einigen Wochen und wird im Laufe des Mai fertiggestellt werden. Und so wird man dann hier über Schlagwörter wird man dann zu verschiedenen Themen recherchieren können. Das ist so eine Möglichkeit für Archive, beispielsweise ihre Digitalisierungsprojekte zugänglich zu machen der Öffentlichkeit und eine etwas leichtere Recherche anzubieten. Man kann sich allerdings auch vorstellen, dass man da vielleicht im Laufe der nächsten Jahre in Zusammenarbeit beispielsweise mit dem Verein für Computergenealogie, dass man dort ein Themenportal zur genealogischen Forschung aufmachen könnte und dann hier beispielsweise Recherchefunktionen anbietet, die in Richtung Personenstandsregister und solche Dinge gehen, wo man dann eben die einzelnen Archivalien entsprechend verschlagworten kann, um dann eben direkt ohne die aufwendigere Archivportalrecherche zu den Unterlagen, die einen wirklich interessieren, gelangen kann. Genau, das wäre so der kleine Ausblick auf das neue Archivportal. Damit wären wir jetzt auch am Ende. Wir haben Ihnen kurz das Archivportal D vorgestellt.
aus welchem Grund es entwickelt wurde, was die Funktionen sind, für wen es interessant sind, in welchem Sinne es sich noch weiterentwickelt. Da hat mein Kollege Nils Meyer Ihnen gezeigt, welche neue Funktionen gerade in Entwicklung sind und dass es eben voraussichtlich ab Ende Mai eine überarbeitete Version des Sichtportals online geben wird. Wir freuen uns immer über Anregungen und auch Kritik zum Archivportal. Viele Funktionen sind in der Bedienung noch nicht optimal gelöst, aber wir freuen uns immer auch über Hinweise, was wir noch verbessern können, welche weiteren Zugriffsfunktionen noch benötigt werden. Sie sehen hier auch unsere E-Mail-Adresse, unter der Sie uns beide erreichen. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf Fragen und Anregungen und ja, bedanken uns vielmals für die Aufmerksamkeit.